So, vielen Dank für eure Beiträge. Wir haben das nach dem Gipfelisch dann einfach auch besprochen. Das heißt, wir werden die nächste Zeit immer mehr Zeit zwischen den Meditationen lassen, weil für viele ist ja noch ungewohnt. Ne? Das heißt, wir werden vorher ein bisschen nochmal erzählen. Wir werden hinterher auch den Raum lassen für Resonanz. Manchmal wird hier so still, ich kann das nicht jetzt gleich sofort sprechen. Aber ich werde mir was einfallen lassen, wie wir das machen können. Erstmal, wir haben eine Seite vorbereitet, wo ihr seht, bei Experten, wo die Meditation, Meditationsleiter drin sind. Und das könnt ihr in unserer Expertenseite sehen. Und dann haben wir bei Intuition sind wir an eine Seite vorbereiten, wo wir alle Meditationen beschreiben. Die werden wir reintun, damit man die auch in andere Zeiten machen kann, für sich zu Hause. Das wird man einfach nur klicken und die Meditation machen, die Erklärungen. Aber wesentlich, was ich jetzt realisiert habe, früher haben wir immer einfach nur Meditation gemacht und fertig, alles nach Hause gegangen. Und ich sehe einfach wichtig, dass das, was hinterher gesagt wird, eine große Bedeutung hat, weil das ist für viele integrierend. Aha, der hat das erkannt. Aha, bei mir war das doch nicht nur ein Gespenst. Ich habe auch was gefühlt, was er kann und kann eben das nächste Mal mir noch mehr trauen oder noch mehr reingehen. Und bei dem hat es körperlich eine Veränderung gegeben innerhalb dieser kurzen Zeit von den wenigen Schütteln. Und wir hatten die Meditation dann einfach auch für den Frieden angesagt. Es wurde viel geschrieben, ich schaffe es manchmal nicht. Und lese jetzt erstmal die Wünsche. Wünsche für den Weltfrieden. Ich wünsche, dass die Soldaten die Lebendigkeit einer Gesellschaft wertschätzen und diese andere Kultur in Respekt begegnen, als auch Wünsche für unsere Meditation. Monika, wir nehmen heute für die Friedensmeditation Soldaten. Sie sind die Ursache für die Zerstörung, Tötung und Folter. Das Wertschätzen der ersten Beitrag. Erfahrungsmeditation von Melvin ist ein guter Satz. Ich hatte das Gefühl, als würde ich mich in mich hineinkriechen. Das, ich denke, das war nach der Kundalini. Ich hatte eine funktionelle Beziehung zu meinem Körper. Ich hatte das Gefühl, als wäre mein Körper und mein Geist in sich versunken. Es verbessert meine Identität mit mir selbst, als ich meditiert habe. Ich hatte das Gefühl, eine kollektive Meditation. Als ich in Meditation ging, habe ich das Gefühl, mich selbst gestalten zu können. Ich hatte das Gefühl von einer Metabotschaft. Bei Meditation habe ich mich trotzdem lebendig gefühlt, mit vollem Herzen dabei. Das war's.
Wow. Ich habe mich auf die Gesellschaft konzentriert, Monika auf die Zerstörung. Es muss ja einen positiven Impuls geben. Wie viele Wünsche hast du? 10. Ich fand deine Idee letzte Woche gut, aus der Perspektive der Opfer zu schreiben. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, sondern was wünschen sich die Opfer. Wir leben ja in Frieden. Bin ganz deiner Meinung. Friede sei mit dir, hab dich lieb. Alle Menschen wollen geliebt und in Frieden leben. Niemand möchte gegen seinen Willen gefoltert werden. Wir sind live, Monik. Die gesellschaftliche Harmonie darf durch Soldaten nicht zerstört werden. Kein Charakter, Herr, hilf ihnen in Demut vor dem menschlichen Leben zu wachsen. Oh je, schaffe ich alles zu lesen. Es ist nicht Sinn des Lebens, wahllos Menschen zu töten. Ja, vielleicht ist es gut, einfach auch zu sagen, was wir in unserem Körper erkannt haben, ne? Okay. Ja, je tiefer wir in die Stille gehen, desto mehr tragen wir dazu bei, dass sich diese Gedanken auflösen, dass sich diese Energien sich verlieren, dass diese Absichten, im Mein zu sein, etwas tun zu müssen, entspannt sich. Man verbindet sich wieder mit dem tiefsten Tiefes des Universums. Und in diesem Sinne lade ich jetzt ein mit Amala, die erfahrene Meditationsleiterin, die Vipassana-Meditation zu machen. Und eben einfach da sein, den Atem beobachten. Willst du was sagen? Du bist so schüchtern. Du bist schon dabei. Nee, ich mache das gerne, aber natürlich für mich ist besser andere Stimme. Aber ich respektiere ich alles. Ich habe die von dir noch nie gehört. Ne? Ah, okay, Vipassana ist die älteste Meditation. Für uns ist gut, erstmal aktive Meditationen zu machen. Aber es ist so, wir wissen auf alle Ebenen, ob es in der Wirtschaft, in der Kultur, in der Kunst, in Gesundheit, in Bildung, wer still ist, sage ich einfach so ad rechts. Wer still ist, kann erschaffen. Wer still ist, bekommt Eingebungen. Intelligenz ist Stille. Wer still ist, kann singen. Wer still ist, spürt die Natur. Wer still ist, kann zwischen den Zeilen schauen. Also diese Stille ist ja, der Ort, wo wir können, wo wir Schöpfer sind, wo uns mit dem Höchsten und dem Tiefsten verbindet. Und deswegen diese Erfahrung, jeder, der tiefer in seine Stille geht, nimmt die anderen einfach auch mit. Wir machen das jetzt auch online, um den Raum zu erweitern, weil wir jetzt nicht mit dem Gefühl, ah, wir sind jetzt 5 oder 10 oder 100 Meditierer, sondern der Raum ist erweitert und viele andere Seelen, Meister, Energien, alles kann mit uns sein. Durch diese Absicht in den erweiterten Raum des Einfaches, dies zu tun. Okay.
Und also gerne danach, vielleicht nach ein bisschen Stille, wer noch was erfahren hat, kann das mitteilen und dann sind wir fertig für heute. Ne? Und wie gesagt, achtet auf unser TV-Programm, da werden wir alle Infos schreiben. Kann es sein, dass es mal ausfällt? Ich weiß auch, dass es immer getragen werden kann, wenn ich unterwegs bin. Das werden wir schauen und mitteilen. Okay, dann dann das Einfachste in der Welt, das, was das Universum ausmacht, geh in deine Stille. Darf ich dich einblenden? Ich denke, es ist immer gut, mit jeder hat seine besondere Tiefe. Ne? Ich bin mehr für gibberisch oder so. Jeder hat seine Form von Meditation und jeder ist träger dieser Energie. Ne? Ja? Soll ich da Ding machen? Ding? Soll ich machen, hast du gesagt? Ja. Und wie lang? 20 Minuten. 20 Minuten, okay. Also 20 Minuten. Licht anlassen, oder? Thank you.
Okay, vielleicht die letzten Tage ist Dr. Peter Reiter von uns gegangen und viele kennen sein Werk. Wir haben ihn oft hier zu Gast gehabt. Und ich habe jetzt ihn zu Ehren ein Interview, ein wunderbares Interview, wo er vor ein paar Jahren bei uns war, wo er sehr berührt war. Und das wollte ich gerne dann ihm zu Ehren zeigen, aus dieser Stille, für seine Seele, für die Liebenden, die da sind, seine Frau und die Kinder, wünsche ich auch Stille und Verbindung. Eine großartige Seele und aus der tiefsten Stille aus dem tiefsten Frieden auf neue Abenteuer für ihn in die eigentliche Welt. Und dass wir uns durch Meditation in diese Welt der Stille, wo wir herkommen und wieder hingehen, uns wieder mit dem verbinden. Das ist Dr. Peter Reiter. Wir haben eine Reihe von, eigentlich weltbekannt. Und im Moment sind einige Seelen am Gehen, ich weiß noch nicht warum. Aber diese Ebene, wo die Seelen jetzt gehen, das ist unsere Realität. Und da ist unser Sein. Verbinden wir uns öfter damit. Und vor allem, wie viele andere Kulturen, die Ehrung der Ahnen oder die Ehrung der Seelen, die gegangen sind, ist eine Schulung fürs Dasein, für die Ewigkeit, für die Essenz. Und wir vergessen oft zu ehren oder die Seelen, die geblieben sind, zu begleiten. Und wir haben morgen einmal im Monat ein Treffen für Eingeweihte, für die, die mit Energien umgehen können. Und wir haben vor, auf dieser Ebene mehr und mehr und mehr zu wirken, damit wir die Seelen, die noch da sind, begleiten können. Und die Erde ein bisschen leichter machen können von dem Leid, der Nicht-Gegangenen oder der Nicht-ins-Licht. Je mehr ins Licht geht, desto leichter es wird.
desto klarer werden wir auch sehen, desto tiefer werden wir auch in Meditation sein. Die Seelen, die gegangen sind, die werden von der anderen Ebene wirken. Also, dass die weiter wirken. Ich meine, viele wissen gar nicht, dass sie gegangen sind. Und es ist. Wenn wir schon meditieren, das ist auch unsere Aufgabe, all diese Milliarden von Seelen zu helfen. Um was zu machen? Ins Licht zu gehen. Viele, es ist so viel Unbewusstheit, meinen wir auch, in alle Kulturen hat man die Seelen begleitet. Wir sind diejenigen, die nicht zivilisiert sind und die Seelen aus unserem Familiensystem oder in unser Umfeld nicht wahrnehmen und nicht ins Licht begleiten. Jeder hat einen Altar gehabt, alle Kulturen haben das einfach auch gemacht. Und der Dr. Peter Reiter, der ist gegangen, hast du gesagt. Ja. Also ja. Ins Licht. Ich denke, das noch ein bisschen dauert. Erstmal hat er seinen Körper verlassen. Wir könnten, aber möchte ich jetzt nicht machen, ist nicht sein Wunsch. Jetzt, weil er wird jetzt ist in den Zwischenbereichen, um vorbereitet zu werden und. Ne? Ich wollte nur ihn schön grüßen und vor allem für alle, die mit ihm verbunden sind, diese Entspannung wünschen, weil er hat viele Seminare, Ausbildungen, wir haben für ihn auch DVD gemacht und die sind jetzt alle in unser YouTube-Kanal zu sehen. Beziehungsweise werde ich das jetzt in die Veranstaltung von heute, die ganze Playlist reintun. Bis morgen sind die alle drin. So 10, 20 Aufzeichnungen ihn zu ehren. Ja, es für Freunde ist für mich so, ich erlaube mir an alle, die mit ihm verbunden waren, etwas zu tun, um den Schmerz in Erkenntnis zu verwandeln. Und um seinen Durchgang zu erleichtern, ein bisschen zu schmieren, ein bisschen zu Licht, ein bisschen zu grüßen, ein bisschen zu, ja, ne, das wollte ich sagen. Dankeschön, Dr. Peter Reiter. Und ich sage euch, wie gesagt, im Interview, was wir gemacht haben, gibt es noch was? Vor 2 Jahren gemacht haben. Eben dieses Thema mit den Seelen, das ja, haben wir oft gehabt. Und es ist auch ein Kontakt mit uns selbst, denn es ist dieser Teil von uns, der immer da ist. Wenn wir den wahrnehmen, dann wird der Übergang ein Durchgang sein. Okay, aber ich wollte jetzt nicht in das Thema reingehen. Ist okay? Gibt es noch was? Jo, dann zeige ich euch das Interview und bis
morgen oder sowas. Ich weiß, es schaut im TV-Programm. Ich weiß, ob es morgen Sendung ist, weil wir haben den ganzen Tag hier Tempel der organismischen Ermächtigung. Informiert euch, was es ist. Es ist die Zeit, im Tempel zu bauen und den Tempel zu ermächtigen, wo wir erschaffen können. Bis dann. Tschüss.